Heute für euch im Unboxing die Canon EOS 850D. Wir hatten ein Vorserienmodell, meine ich, schon vor knapp 5 Monaten in der Hand. Jetzt endlich auch verfügbar. Ja, Corona hat zugeschlagen, aber sei es drum. Jetzt erstmal der Blick in den Karton. Es gibt die Kamera übrigens auch in diversen Kit-Varianten. Hier zum Beispiel das ziemlich große Paket zusammen mit dem 18 bis 135 mm. Weil das aber nur knapp ins Bild passt, haben wir einfach schon mal die 850D aus dem Paket entnommen. Die liegt tatsächlich in dem Kit-Karton nochmal so einzeln verpackt drin, dann eben zusätzlich zum Objektiv, das dabei steht. Hier erstmal Grillanzünder mit dabei, das heißt Schnellstartanleitung in diversen Sprachen. Weiterhin hätten wir dann hier das Ladegerät. Soweit sollte es eigentlich bekannt sein. Das ist der LCE 17E, also auch für die Akkus den LPE 17 oder E10. Schauen wir gleich mal. So. Genau, hätten wir hier, stellt es scharf, hier haben wir es, genau, für den LPE 17 Akku, den Canon ja auch schon seit vielen Jahren in seinen etwas kleineren Kameras verbaut, bei den größeren natürlich weiterhin der LPE 6 mit dabei. So, dann hier der Tragegurt, soweit Standard eigentlich, kein Aufdruck des Kameranamens, nur dreimal Canon dabei, nicht besonders gepolstert oder ähnliches, aber es ist ja nur eine Einsteigerkamera, also in Anführungszeichen nur. Dann hier auch noch das Netzkabel für das Ladegerät, nicht so spannend. Und damit jetzt aber auch zum Highlight dieses Videos. Und das wäre die Canon EOS 850D. Wie gesagt, wir hatten schon ein Modell vor mehreren Monaten einmal in der Hand. Jetzt hier eine Verkaufsvariante für den europäischen Raum. Schön auch hier zu sehen, wieder mit dabei das dreh- und schwenkbare Display. Auf der Vorderseite dann natürlich der Spiegelkasten. Hinter dem Spiegel ein 24-Megapixel-Sensor mit Dual-Pixel-Autofokus. An der Seite das SD-Kartenfach. Wenn das Video hier rauskommt, sollten wir auch schon Messungen zu passenden SD-Karten haben. An der Unterseite dann auch noch das Fach für den Akku. Und wie man schon hört, ziemlich viel Kunststoff, auch nicht abgedichtet, das heißt nicht wetterfest. Aber auch hier nochmal ist es eigentlich auch eher eine Einsteiger, gehobene Einsteiger bis, sagen wir mal, untere Mittelklasse-Kamera von Canon. Auf der Oberseite hätten wir dann hier einmal das Moduswahlrad. Auch hier ein bisschen leichterer Widerstand als bei den vorherigen Modellen. Ein Ausschalter mit Videomodus noch auf der Oberseite mit drauf. Und dann nochmal kurz die Anschlüsse hier an der Seite. Da hätten wir einmal den veralteten Micro-USB-Anschluss. Da würde ich mir persönlich, wie wahrscheinlich Kenner des Kanals wissen, USB-Typ-C wünschen. Und immerhin Mini-HDMI statt Micro-HDMI. Das hat man zuletzt ja auch noch kleiner gesehen. Und hier hätten wir dann einmal einen Mikrofonanschluss zum Filmen und auch noch einen kleinen Anschluss für einen Fernauslöser. Alles Weitere zu der Kamera dann natürlich in wenigen Wochen im Test hier auf diesem Kanal. Wenn ihr euch schon auf das Review freut, gebt diesem Video doch mal einen Daumen nach oben.